Herzlich willkommen bei Path of Gaming hier in einem neuen Video. Road to the Top, der siebte Teil. Viele haben mich gefragt, ein paar haben mich gefragt, meine Mutter hat mich gefragt, keiner hat mich gefragt. Spaß beiseite. Ich erkläre heute, wie man quasi dahin kommt in die Top 8 einer YCS. Denn es haben ein oder andere schon gefragt danach, was ich dafür getan habe, um dorthin zu kommen. Und das alles nach dem Intro. Und da sind wir auch schon im Video. Wie bereits erwähnt, geht es heute darum, dass ich so ein bisschen beleuchte, was ich gemacht habe, um mich auf die YCS London vorzubereiten und auch dort vor Ort, um diese Platzierung zu erreichen. Ich möchte mich jetzt nicht beweihräuchern, obwohl ich natürlich sehr stolz auf mich bin für diese Leistung. Aber ich möchte euch einfach auch mitgeben, damit auch ihr was davon habt und auch natürlich so eine Leistung erreichen könnt. Denn zum einen gehört natürlich einerseits Glück dazu, andererseits Können und einfach viele Faktoren, und die möchte ich halt einfach mal einzeln drauf eingehen und ein bisschen darüber sprechen. Und ich denke, dazu passt natürlich das Format Road to the Top sehr gut. Ihr seht jetzt gleich im Hintergrund meine Stichpunkte dazu. So, jetzt könnt ihr die Stichpunkte quasi im Hintergrund sehen, über was ich heute sprechen möchte. Die Punkte haben an sich keine direkte Reihenfolge. Ich habe versucht, das ein bisschen zu eine Reihenfolge zu bauen, aber dabei ist mir aufgefallen, dass es an sich ja gar nicht so viel Sinn ergibt, weil eigentlich alle Punkte gleich relevant sind bzw. gleich wichtig sind. Und deshalb gehe ich da einzeln einfach durch und spreche ein bisschen darüber, was ich mir an Gedanken dazu gemacht habe. Wie bereits nochmal erwähnt, das Video dient nicht dazu darum, mich irgendwie zu beweihräuchern oder so, sondern ich möchte euch meine Gedanken mitgeben, was ich für das Turnier getan habe, um diese Platzierung zu erreichen, damit auch ihr quasi was davon habt und auch natürlich daraus lernen könnt und vielleicht das für euch anwenden könnt. Das ist natürlich bei jedem etwas verschieden, denn jeder geht mit Druck ein bisschen anders um, beziehungsweise bereitet sich anders auf ein Turnier vor, kommt vielleicht auch mit anderen Karten oder anderen Ideen besser voran als jeder andere. Deshalb, also da muss man so ein bisschen seine Schlüsse selbst draus ziehen, aber es ist auf jeden Fall eine Information, die ich euch weitergeben möchte. Gut, fangen wir jetzt erstmal an, und zwar gibt es hier so ein paar Punkte, die ich regelmäßig in Anführungsstrichen predige, so könnte man das betiteln, aber ich denke, die Punkte sind einfach so wichtig, dass man sie immer wieder auf dem Schirm haben muss und auch immer wieder erwähnen muss, damit man weiß, okay, wenn ich so eine Platzierung erreichen möchte, muss ich halt wirklich viel Zeit in das Spiel stecken, auch viel Zeit in die Vorbereitung und auch wirklich alle relevanten Karten, die das für das Turnier wirklich interessant sind und die dort auch gespielt werden, kennen und auch wissen, wo ihre Stärken und Schwächen sind. Das ist einfach mega wichtig. Ich war mir zum Beispiel in London mega sicher, dass ich alle Karten, die normalerweise in den Metadecks sind, kenne, sowie auch alle Sideboard-Karten und ähnliches, und dass es nicht vorkommt, dass ich unbedingt Karten lesen muss oder dass ich hier Spielsituationen nicht verstehen kann, weil ich gewisse Karten nicht kenne. Das ist einmal bei einem Pendulum-Matchup vorgekommen, aber gut, ich hatte nicht auf dem Schirm, dass ich gegen Pendulum spielen werde, aber gegen andere Decks sollte das natürlich nicht vorkommen, oder beziehungsweise gegen das Meta, gegen die wirklich relevanten Decks. Klar kann es dann vorkommen, dass man Pech hat, in Anführungsstrichen, und gegen ein Rogue-Deck spielt und dann vielleicht eine oder andere Karte nicht kennt, aber selbst da sollte euer Deck natürlich trotzdem gut genug gegen sein. Der nächste Punkt ist, dass wir alle relevanten Decks kennen. Das gehört so ein bisschen dazu, ist so ein bisschen anschließend. Das heißt wirklich, ich kenne nicht nur alle Karten, sondern ich kenne auch alle relevanten Decks, die aktuell vorkommen können, die in diesem Environment YCS oder beziehungsweise Major Events sind und die quasi dann dort auch gewisse Platzierungen erreichen können, beziehungsweise die dort natürlich auch häufig dann gespielt werden. Die sollte ich auf jeden Fall kennen, damit ich ganz genau weiß, okay, welche Karten spielt mein Gegner, beziehungsweise wie sehen die Decks aus, wie ist der Standard dort, beziehungsweise wo sind auch die Choke Points. Deshalb ist das auch sehr wichtig, dass ich auch mal andere Decks getestet habe. Das ist der nächste Punkt, damit ich ganz genau weiß, wo ist der Choke Point, wo ist der Punkt, wo ich quasi unterbrechen kann, damit ich das Spiel in meine Richtung ziehen kann oder das Spiel gewinnen kann. Oder was muss ich machen, um halt den Gegner aufzuhalten und ähnliches. Das weiß ich vor allen Dingen dann, wenn ich selbst die Decks getestet habe. Das hat, ich weiß nicht, wer es mal gesagt hat, aber ich zitiere jetzt quasi hier, dass jemand mal gesagt hat, wenn man alle Decks kennt und die auch teilweise besser spielen kann als der Gegner, kann man sich niemals outplayen lassen. Dass das komplett nicht geht, ist ja
Logisch, aber es geht in eine gewisse Richtung. Das heißt, dass man sich so gut vorbereiten kann, dass man die meisten Decks so gut es geht kennt und teilweise auch besser als Gegner, die sich nicht so vorbereitet haben, und dass man dann so quasi nicht outplayed wird und den Gegner selbst outplayen kann. Dann, was auch ganz wichtig ist, vor dem Turnier sich einen Sideboard-Plan zu machen, damit man ganz genau weiß, okay, welche Karten seide ich wie rein. Denn ihr müsst wissen, ihr spielt 9 Runden an einem Tag, an Tag 1, und dann nochmal 9 Runden quasi an Tag 2 mit dem Top-Cut und ähnliches, wenn man so weit kommt, in Anführungsstrichen. Und dabei ist natürlich sehr wichtig, dass man gewisse Routinen schon hat. Das heißt, ich habe 100 Mal gegen das Deck gespielt. Das heißt, ich weiß, was ich rein und raus seide. Denn das gibt eine gewisse Sicherheit und sorgt natürlich dafür auch, dass wir ein bisschen, ja, das Gehirn entlasten können. Denn wenn wir uns jedes Mal Gedanken machen müssen, welche Karte nehme ich wann wie jetzt wo raus, ist natürlich schwierig. Weil irgendwann, ihr habt nur eine gewisse Kapazität, die ihr immer quasi drüber nachdenken könnt. Und das solltet ihr euch natürlich lieber für die Spielsituation vornehmen als für das Sideboard. Deshalb macht euch da am besten einen Plan vorab. Plant ungefähr, welche Karten ihr siden wollt. Klar kann es sein, dass euer Sideboard nicht direkt feststeht oder kurz vorher dann erst feststeht, vor dem Turnier. Aber ihr könnt euch schon mal eine gewisse Richtung machen und sagen, okay, welche Karten sind gegen welches Deck gut. Welche Richtung möchte ich gehen? Und vielleicht das nicht direkt in Karten unterteilen, sondern in Richtungen. Zum Beispiel Backrow-Removal, ja, Monster-Removal und ähnliches. Oder Handtraps oder ähnliches. Das einfach in diese Kategorien einteilen, bevor ich das Ganze quasi dann baue und auch so mir dann Gedanken gemacht habe, okay, gegen das Matchup möchte ich das sein, gegen das Matchup möchte ich die Karten raus sein und so weiter. Dass man das wirklich schon entsprechend vorbereitet hat. Dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Der ist, glaube an dich selbst. Das heißt quasi, selbst wenn du Fehler machst oder ähnliches, glaube immer noch daran, dass du es noch schaffen kannst. Denn das ist meistens der Fall. Das ist auf jeden Fall möglich. Klar sind Fehler ärgerlich in Anführungsstrichen und können auch dafür sorgen, dass du ja quasi raus bist aus dem Turnier oder beziehungsweise dass du Spiele verlierst. Aber du kannst es in der Regel immer noch schaffen und da ist halt ganz wichtig, dass du auch an dich selbst glaubst. Auch gerade wenn du zum Beispiel jetzt in der Bubble bist oder so, das heißt quasi zu zweit stehst und auch schwierige Chancen auf den Top-Cut hast, dann immer an dich selbst glauben, so dass du noch denkst, okay, ich kann das schaffen, ich werde das schaffen. Das gibt dir eine gewisse Energie und auch eine gewisse Zuversicht in deinen Spielen. Und zeigt natürlich auch dem Gegner eine gewisse Präsenz und er ist dann nicht direkt eingeschüchtert, aber vielleicht versteht er, okay, der glaubt an sich selbst, der weiß, was er kann und ja, mit dem wird es jetzt nicht so leicht und ist vielleicht dann selbst ein bisschen unter Druck oder eingeschüchtert in Anführungsstrichen. Dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, das entschließt zu den anderen Punkten natürlich alle über, dass du dein Deck sehr genau kennst. Dass du quasi deine Kombos, deine Spiele im Schlaf kannst. Zum Beispiel, wenn ich Eraser Pass gemacht habe, wusste ich ganz genau immer, wie ich den mache. Das habe ich 100.000 Mal vorher geübt, in Anführungsstrichen. Das habe ich im Schlaf gemacht, wie welche Kombo, wie ich am besten enden möchte, auch mit Prediction und Co. Klar, das ist jetzt eine ziemlich einfache Kombo, aber es gibt natürlich Kombos, die deutlich komplexer sind. Jetzt vielleicht ein anderer Ex oder so. Und da ist es auch ganz wichtig, übt das so oft wie möglich, wirklich so, dass ihr das im Schlaf könnt und auch gerne mal mit der Zeit quasi, damit ihr einen Timer erstellt und wisst, okay, wie lange brauche ich für die Combo, damit ihr wisst, okay, ist noch 10 Minuten auf der Uhr, macht es jetzt Sinn, first zu gehen und die Combo zu machen? Oder sagt ihr euch, okay, wir versuchen das Spiel noch ein bisschen rauszuzögern, beziehungsweise wir versuchen, ja, mit einer Timeout-Karte zu gewinnen. Das sind halt so Sachen, da muss man sich wirklich Gedanken machen. Und das funktioniert halt nur, wenn man die Karten kennt und wenn man natürlich seinen Spielstil kennt, beziehungsweise weiß, wie genau wie sein Deck und seine Kombos funktionieren. Dann ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass man die wichtigsten Rulings kennt. Denn das ist auch wieder so ein Punkt hier mit dem Outplayen. Das kommt so zu den Punkten wieder, die ich vorhin genannt hatte. Denn es ist nämlich sehr wichtig, wenn du eine Regel nicht kennst, kann es sehr schnell sein, dass der Gegner dich outplayt oder etwas versucht, was vielleicht nicht möglich ist. Klar, wenn du dir nicht sicher bist, rufe immer einen Judge. Und wie bereits erwähnt, schon mal in einem anderen Video, wenn du dir dann immer noch nicht sicher bist, ob der Judge wirklich richtig entschieden hat, kannst du auch immer noch mal appealen und den Head Judge fragen. Seine Entscheidung ist natürlich final, aber trotzdem, die Option hat man auf jeden Fall, nur sollte man auch nutzen, wenn man sich nicht sicher ist. Und das ist halt so auch ein wichtiger Punkt. Aber generell ist es noch viel wichtiger, die ganzen Rulings quasi schon zu kennen. Das heißt, dass es gar nicht so oft vorkommt, dass man den Judge rufen muss, denn das kostet in Anführungsstrichen Zeit und ähnliches. Klar bekommt man eine Time Extension, wenn man den Judge ruft, aber es ist nicht immer so, dass quasi der Judge direkt hinkommt. Es kann ein bisschen länger dauern, je nachdem, wie viele Fragen gerade rumgehen. Und es sorgt natürlich dafür auch, dass man ein bisschen aus der Konzentration geworfen wird. Und das ist natürlich auch nicht so gut. Deshalb also schaut da, dass ihr wirklich die meisten Rulings kennt
und quasi auch wisst, okay, wie kann ich vielleicht die Rulings so nutzen, dass ich meinen Gegner outplayen kann. Das ist natürlich auch ein sehr großer Vorteil und auch sehr, sehr wichtig. Dann, was auch sehr, sehr wichtig ist, immer bei so Events oder generell beim Spielen, seid konzentriert und spielt wirklich bedacht. Denkt an Karten, die der Gegner haben könnte. Denkt daran, was, wie ihr quasi am besten agieren könnt und was ihr herumspielen müsst. Und das auch viel mit Wahrscheinlichkeit zu tun hat. Das ist natürlich etwas, was wir in einem anderen Video nochmal ein bisschen mehr erläutern werden und was natürlich auch ein bisschen schwieriger ist zu erklären. Aber wirklich, dass ihr nicht überhastet spielt, sondern wirklich spielt euer Spiel runter. Sorgt dafür, dass ihr eine angenehme Atmosphäre habt, dass ihr euch angenehm fühlt und ähnliches. Habt auch genug Essen und Trinken immer dabei. Und quasi seid gut vorbereitet, seid motiviert, habt Spaß am Spielen und seid spielt wirklich dann mit Bedacht und halt wirklich auch sehr konzentriert. Das heißt, lasst euch nicht vom Gegner unter Druck setzen, lasst euch vom Gegner nicht rausbringen und ähnliches. Macht einfach so gut ihr es könnt und spielt das Spiel so gut ihr könnt. Und dann natürlich der letzte Punkt, es ist immer eine Kombination aus Glück und Können. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass einer, der quasi den Turnier komplett gewinnt, nicht auch ein bisschen Glück gehabt hat. Klar, oder auch in die Top 8 kommt oder wo auch immer ziemlich weit vorankommt, da gehört immer auch ein bisschen Glück dazu. Klar, auch viel Können und ähnliches, aber das ist eine Kombination aus beiden. Das heißt, wenn ihr einen schlechten Tag habt, könnt ihr in Anführungsstrichen machen, was ihr wollt und ihr werdet vielleicht das Turnier nicht gewinnen oder nicht so gut abschneiden, wie ihr quasi wollt. Das kann natürlich vorkommen, aber generell ist es so, dass das eine Kombination aus Glück und Können ist, immer eine gute Platzierung zu erreichen. Das sind so die Punkte, die mir als erstes in den Gedanken gekommen sind, die quasi ja relevant sind, um eine gute Platzierung zu erreichen. Schreibt doch gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare. Schreibt doch mal, was ihr so darüber denkt und ob euch auch quasi diese Tipps was gebracht haben. Und dann freue ich mich auch mega über ein Like und ein Abo natürlich. Und schreibt generell auch mal in die Kommentare, was ihr zu dieser Road to the Top-Reihe findet und was eure Gedanken sind und über was wir als nächstes sprechen wollen. Vielen Dank bis dahin und noch einen schönen Tag!